Alles. Okay, dass er es guckt. Sudo! Du bist wieder da? Sudo ist wieder da! Echt jetzt? Was zum Teufel hast du denn hier gemacht? Du Trottel, du blöder Volltrottel! Hör mal zu, irgendwann ist auch mal wieder gut mit den verrückten Aktionen. Ja, was hätten wir denn machen sollen, wenn du nicht wiedergekommen wärst? Ande gut, alles gut. Ich bin froh. Und was ist mit Suedo? Der ist wohl weg. Weg. Einfach weg. Er hat lauter wirres Zeug geredet. Ja, doch, das fasst es zusammen. Wieso das denn? Ah, aber es sieht ihm ganz ehrlich. Oh, es ist der Wille König Yggdrasils. König Yggdrasil hat seine Funktion wieder aufgenommen und scheint die digitale Welt zu regenerieren. Hey, sollten wir da nicht verschwinden? Ja, wir sollten lieber gehen. Eine vernünftige Entscheidung. Gut, gehen wir. Alles in Ordnung, Sudo? Ja. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja, das ist die Digi-Welt, so wie sie damals war. Sie ist so wunderschön. Was ist das denn? Die gespeicherten Mentaldaten aus dem Netzwerk der Aether. Alle? Ja. König Drassi schickt sie zurück in eure Welt. Dann wird das Eden-Syndrom auch geheilt, oder? Geheilt würde ich so nicht sagen, aber so etwas Ähnliches. Ja. Ein Phänomen, das ihr Menschen als Wunder beschreiben würdet. In Digimon gibt es ja so einige Wunder. Das kapiere ich nicht ganz. Yugo und Sudo werden aufwachen? Und genau das ist das Wunder. Yay. Mein Bruder. Das ist ja super. Oh. Happy End. Yay. Was ist das? Moment, was ist denn jetzt los? Ach, wie niedlich! Das ist die ursprüngliche Gestalt der Aether. Was? Ah! So führen sie Scans durch, bewegen sich von einem Datensegment zum nächsten und schicken Informationen in eine höhere Dimension. Das Ziel ist nicht klar definiert, aber ich habe eine Theorie. Dinge wie Elmsfeuer, UFOs, diese Lichtkörper waren vielleicht Visualisierungen eines Aethers in einer digitalen Welt. Es ist möglich, dass sogenannte Plasmaphänomene Aether in ihrer Energieform bei der Datenübertragung waren, den Beschreibungen nach. Also diese Worte. Dieser geheimnisvolle, perfekte Kreis ist außerdem ein mehr oder weniger fortschrittliches, ideografisches Symbol aus ihrem Netzwerk. Aufhören, aufhören! Hoppla. Entschuldige, es ist bald Zeit, dass Kyokokurimi sich verabschiedet. Ich wollte dich nur noch ein letztes Mal total überfordert sehen. Ja, danke. Was? Vielleicht fällt mir auch einfach nur der Abschied schwer. Mit Abschied meinst du? Genau das meine ich. König Yggdrasil wird euch bald in eure Welt zurückschicken. Um die digitale Welt komplett wiederherzustellen, müssen wir alle Fremdkörper entfernen. Ha, wir werden wie Ungeziefer behandelt. Möge König Yggdrasil die digitale Welt wieder so werden lassen, wie sie vor unserer Ankunft war. Vor mehr als 8 Jahren? Noch länger? Moment! Das heißt ja, dass wir uns also nie begegnet sind. Wir werden uns alle vergessen. Alter, Tri hat die Idee vom Reboot voll aus Cyber Sleuth geklaut. Vielleicht.
Aber das ist... Aber in dem Fall können wir uns ja einfach wieder treffen. Das wird schon alles, ganz bestimmt. Nein. Ja, genau. Wie wird das schon alles wieder? Wir werden dafür sorgen. Noch, der Zeitpunkt ist wohl gekommen. Wir schicken euch zurück und rufen die Digimon wieder her. Das Tor, das geöffnet wurde, wird wieder geschlossen. Lebt wohl, Menschenkinder. Die Welten werden wieder so, wie sie sein sollten. Vielfältig, offen und doch chaotisch. So ist unsere Welt nun mal. Die verrückte, schöne, liebenswerte Welt, die euch unsere Freunde hervorgebracht hat. Ich hoffe, dass eure Kinder eines Tages wieder Freude mit uns, den Digimon, werden haben. Hi. Und damit ist dieser Fall endlich abgeschlossen. Das ist also Yggdrasil gewesen. Lol. Oh Gott. Right nights. Hallo. Alle kehren zurück nach Hause. Heißt das, dass die Digimon unsere Welt verlassen? Dann werden wir ganz schön einsam sein. Yuko. Ich meine, Yuko. Alles in Ordnung, Yuko. Meine digitale Form kehrt in meinen Körper zurück. Das heißt... Ja, ich werde nach 8 Jahren endlich wieder einen echten Körper haben. Der wird erst einmal beengend sein. Keine Angst, ich helfe dir, während du dich wieder eingewöhnst. Lass es nur langsam angehen. Gut, dann sehen wir uns bald. Hi. Gosh, mich schüttelt's gerade. Obwohl ich das noch wusste. Junge. ひよたの新くんが言うには分岐していた時間軸が合流。
Uff. Call aliens. Was sind denn das für Übersetzungen, Alter? Mein Gehirn ist im Ei. Jetzt hör doch auf, Trübsal zu blasen. Das passt nicht zu dir. Na. Was würdest du davon halten, wenn du gerade reinschaust? Du hast ja recht, aber... Bitte komm zurück nach Hause. Keine Sorge, Sudo sehen wir bestimmt wieder. Die Ärzte sagen, dass alle Parameter im grünen Bereich liegen. Sudo wird schon wieder. Versprochen. Ja. Sei nicht dumm.
denkst du etwa, Söder spuckt in Eden herum wie ein Geist, der spukt, nicht spuckt. So. Wie wir es von einem bestimmten anderen kennen? Das war das Unterbewusstsein meines Bruders, das sich manifestiert hat, während er in den Ethern gefangen war. Wir waren alle für das verantwortlich. Wir dürfen nicht einfach meinem Bruder die Schuld geben. Er hat das ja nicht zum Spaß gemacht. So viel müssen wir ihm schon lassen. Und eine Entschuldigung hat er auch verdient. Hey, warum bist du denn plötzlich so ernst? Was? Ach, stimmt ja. Der selbsterklärte Nicht-Gig-Arata hat recht. Was? Hast du es auf meinen Bruder abgesehen, Nokia? What the fuck? Hey, wo gehst du denn hin? Eden, ich gehe auf die Suche. Wenn ich nur traurig hier sitze und nichts tue, lachen Agumon und Gabumon mich aus. Nokia. Wenn ein Geist unterwegs ist, dann hat ihn vielleicht auch jemand gesehen. Und wenn ich in Eden suche, finde ich vielleicht hier und da ein Datenfragment. Habe ich jetzt ganz in den Cyberdetektivmodus gewechselt? Gut, Zeit, Informationen zu sammeln. Kommt mit, Helferlein. Was? Helferlein? Ich? Ja, du. Endlich bist du aufgewacht. Ich rede schon mit dir, seit ich dich gefunden habe. Aber du hast überhaupt nicht reagiert. Ich wollte gerade aufgeben, da bist du erwacht. Kannst du mich hören? Ich sollte die Lage vielleicht erklären. Dein halbdigitaler Körper ist nach diesem verrückten Verbindungssprung zusammengebrochen. Deine Daten sind einfach zerfallen. Du bist also nur noch ein Schatten deiner selbst. Wie geht es dir? Jo, passt schon. Versuch nicht zu sprechen. Das Schicksal gibt dich nicht einfach auf. Und ich werde es auch nicht tun. Nach so langer Zeit dem Willen König Yggdrasils zu trotzen, ein Mensch zu werden, Detektivarbeit gegen meine Kameraden zu leisten. Und ich hatte einen Hilfsdetektiv, der alle möglichen verrückten Dinge angestellt hat. Das war nicht immer leicht. Aber dank dir hat es eine Menge Spaß gemacht. Dankeschön. Das wollte ich dir die ganze Zeit sagen, während ich gewartet habe, dass du aufwachst. Ah, Kyoko. Was ist denn? Sei doch nicht so schüchtern. Wie? Was ist aus dir wird? Deine Daten haben sich, wie gesagt, aufgelöst. Selbst ich kann sie nicht mehr zusammenfügen. Du könntest in deiner Zwischenform hier herumlaufen. Toll. Oder, ah, stimmt ja, du könntest in die Digi-Welt kommen. Was hältst du davon? Ja! Ich habe halt eine Menge zu tun. König Yggdrasil hat die Ether neu formatiert und in ihre unschädliche Form rückkonvertiert. Aber wir wissen immer noch nicht viel über ihre Eigenschaften. Ich vermute, dass ihre Haupteinheit in einer höheren Dimension ist, die nun König Yggdrasil wahrnehmen kann. Ich habe allerdings vor, das irgendwie zu bestätigen. Was meinst du? Mit solchen Aufgaben kennst du dich doch aus. Magst du mitkommen und mir wieder mal helfen? War nur ein Scherz. Nun guck doch nicht so ernst. Ich wollte dich nur einen Moment lang stressen. Ihr Menschen habt mich ziemlich beeinflusst. Deshalb verstehe ich auch, warum ihr so handelt, wie ihr es tut. Ihr wollt euren Freunden helfen. So geht es mir jetzt auch. Und nicht nur mir. Sieh dich einmal um. Ach, unser Digimon-Team. Schön. Siehst du, du hast nicht nur eine Wirkung auf mich gehabt.
sondern auch auf deine Freunde unter den Digimon, und zwar nicht nur wenige von ihnen. Da du quasi eine digitale Lebensform warst, kannst du vielleicht abschätzen, wie viel Einfluss du wirklich gehabt hast. Diese Digimon sind der Beweis dafür. Hier und da ein kleiner Teil ihrer Daten. Freundschaft, Liebe, Verbundenheit, gemeinsame Erinnerung, man könnte sogar sagen, sie sind deine Erinnerung. Ich denke, wir können sie sammeln, deine Mentaldaten rekonstruieren und sie dann wieder in deinen Körper installieren. Das ist drastisch und wurde noch nie probiert, aber wir sprengen eben die Grenzen der Vernunft. Ich habe auch ein paar deiner Daten, nicht wütend sein, falls sie etwas seltsam sind. Wenn ich eins bedauere, dann ist es, dass du meinen Kaffee nicht mehr genießen kannst. Zeit für deinen Abschied, Sudo. Du warst nicht nur mein Hilfsdetektiv, sondern wir waren Gefährten und Freunde. So, es geht los mit der Neuinstallation. Ab jetzt hast du deine Zukunft selbst in der Hand. Alles klar, Kyoko. Wir sind fertig. Alter. Geilstes Projekt bis jetzt auf dem Kanal, ist mal ernsthaft. Dieses. Oh, dieses Spiel und Digimon generell. Der Ether-Designer. Oh, great. What the fuck. Hat mich einfach immer wieder schwere Zeiten gebracht. Ihr müsst wissen, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, das war zu der Zeit, wo ich tatsächlich arbeitslos war, meine Ausbildung damals verloren habe. Ich glaube, Anfang Januar kam das Spiel raus damals. Ich habe tatsächlich so in der Anfang der zweiten Februarwoche hatte ich dann die Kündigung auf dem Tisch. Und meine Eltern waren natürlich dementsprechend nicht wirklich begeistert und haben mir alles an Technik weggenommen. Also ich hatte nicht mal mehr ein Handy. Und irgendwann, als ich dann Digimon Story selber gesucht hatte und es nicht spielen konnte, habe ich mir irgendwann mal heimlich den Schlüssel von meiner Mutter genommen, wo in dem Raum, wo die Technik drin war, und habe meine PS4 runtergeholt. Und hab dann immer heimlich Digimon Story Cyber Sleuth gespielt. Bis zu der Zeit, wo ich dann wieder einen Job hatte, was dann tatsächlich ganz schnell war. Ich erinnere natürlich auch die Zeit, als ich dann wieder was hatte, danach auch nicht direkt wieder alle Technik, das ist dann wieder peu à peu gekommen. Aber die PS4 und Digimon Story hatte ich die ganze Zeit über. Und so dumm und kitschig das jetzt auch klingt, das hat mir so ein bisschen die Kraft gegeben, weiterzumachen. Das hat mir Digimon generell immer. Sei es jetzt Beziehungskummer gewesen, sei es jetzt das mit der Arbeitslosigkeit gewesen, sei es sonst irgendwas im Leben gewesen, was mich zurückgeworfen hat. Sobald ich Digimon angeguckt, Digimon Musik gehört hat, Digimon gespielt habe, ist es mir besser gegangen. Und deshalb ist für mich dieser Anime, dieses Franchise, mehr als einfach nur Unterhaltung. Für mich ist das wirklich ein Teil meines Lebens, wie man an meinem Zimmer auch unschwer erkennen kann, dann würde es auch immer sein. Und ich bin einfach so froh, dass es dieses Franchise gibt und ich mich mit sowas identifizieren kann. Und ich möchte einfach nicht nur euch, sondern allen Leuten, die ich kennenlerne und treffe, Digimon näher bringen. Und ich hoffe, das konnte ich mit diesem Let's Play tun. Boah, ich muss gerade fast weinen, Alter. Ja, Mensch. Ja, moin. Fein, Chimiken. じゃないわ。私はクレミ京子探偵なの。闇上がりでね、なかなか勘が戻らなくて。風変わりな飲み方をするのね。ははははは。試してみるわ。邪魔したわね。それじゃ私はこれで。
すごく大切な何かを忘れてる気がするんだけど実は今助手を探していてねよかったらうちで働いてみない? Na klar. Der Kaffee. War man nicht damit einverstanden, dass du meine Daten in der Richtung abschließt, abänderst? Speichern. Da drin. Doppelt geschafft. Zweimal geschafft. Das war's. Jetzt sind wir wirklich fertig. Ich habe jetzt gerade echt noch ganz spontan diese sentimentale Geschichte zu Digimon erzählt. Ich hoffe, es war nicht zu kitschig. Ja, damit haben wir Digimon Story Cyber Sleuth auf dem Kanal beendet. Der Nachfolger Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory wird dann auf Twitch gespielt, sobald wir streamen. Jetzt müssen wir nur noch Okami beenden. Ich habe keine Ahnung, wie lange es noch geht, aber das machen wir jetzt noch voll. Und sobald das rum ist, gehen die Streams los. Und die Samstagsvideos, wie sie jetzt eigentlich auch schon kommen, werden dann vielleicht nochmal ein bisschen qualitativ hochwertiger. Ich möchte mir nochmal ein neues Mikrofon kaufen. Da habe ich schon was im Blick. Da weiß ich schon, was ich kaufen will. Muss ich nur kurz ein bisschen spannen. Dann habe ich das. Und dann wird das geil mit Streaming und geil mit wöchentlichen Videos hier. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Mir war es tatsächlich sehr wichtig, auf jeden Fall dieses Let's Play zu beenden, weil ihr wisst mittlerweile, wie viel Digimon für mich bedeutet. Und ja. Ich werde jetzt auch gar nicht mehr arg viel erzählen, weil wir haben jetzt auch 8 Uhr. Ich möchte es noch ein bisschen schneller, mache ich Frühstück, heute ist Muttertag. Yay! Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge und vor allem das Play gefallen hat, werde ich mich sehr um Daumen nach oben oder über einen Kommentar freuen. Link zum letzten anderen Projekt jetzt noch in der Endcard. Social Media Links in der Beschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video zu teilen. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was gibt's denn da noch zu sagen, außer tschüss, Silly.